Mein Mann brachte eine fremde Frau zu der Geburt meines Kindes mit. Sieh dir unser Baby an. Unser? Wer zum Teufel ist sie? Mein Mann sagte, sie sei seine beste Freundin und bat sie, Taufpatin zu werden. Hm? Es stellte sich heraus, dass Karen verheiratet war und Kinder hatte. Massiere den Bauch im Uhrzeigersinn, um eine Kolik zu vermeiden. Sie war so weise, dass ich zustimmte, sie zur Patin des Kindes zu machen. Aber später bereute ich es. 5 Tage die Woche schien mein Mann das Baby ganz zu vergessen. Sorry, ich bin total erschöpft von der Arbeit. Aber sobald der Samstag kam, verwandelte er sich in den besten Papa. Zusammen mit Karen ging er mit dem Baby spazieren. Nein, 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 nein. Wir kommen auch ohne dich zurecht. Vertraue auf meine Erfahrung. Eine Mutter braucht Ruhe nach der Geburt. Nach einem der Spaziergänge wurde das Baby krank. Und mein Mann weigerte sich, einen Arzt zu rufen. Ich habe kein Geld. Auf der Arbeit ist gerade eine Krise. Ich verkaufte meinen Schmuck und bezahlte den Arzt selbst. Am nächsten Tag fand ich zufällig das Versteck meines Mannes. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Geld gesehen. Und es waren Dokumente über eine kürzlich gekaufte Villa. Ich wollte mit ihm reden, doch... Ich habe zu tun, meine Liebe. Es ist schlimmer als gedacht. Ich komme sehr spät nach Hause. Ich kam in sein Büro und fand heraus, dass er gekündigt hatte. Genau dann, als wir ein Baby bekamen. Also ging ich zu der Adresse, die in den Unterlagen angegeben war. So fand ich heraus, dass er in der Villa mit einer Gruppe von Frauen zu tun hatte. Chin Chin! Auf den kleinen Kerl, der mich reich gemacht hat. Ich hatte keine Ahnung, wie mein Mann mit unserem Baby Geld verdienen konnte. Ich musste das Baby vor diesem Monster schützen. Du gehst nirgendwo hin. Ich habe so coole Kunden, dass ich vor Gericht leicht das Sorgerecht für das Baby gewinnen kann. Du hast recht. Ich werde dir nicht mehr im Weg stehen. Mein Mann trennte mich von dem Baby. Er hätte mich leicht loswerden können, aber er brauchte Muttermilch. Und jemanden, der die Windeln wechselt. Warum stinkt er an einem so wichtigen Tag? Du hast 1 Minute, um ihn zu waschen. 1 Minute war genug für mich, um meinen Plan auszuführen. Mein Mann übergab das Kind an ein paar Fremde. Sie haben eine unbegrenzte Anzahl von Stunden. Viel Spaß! Es stellte sich heraus, dass mein Baby an die Wohlhabenden vermietet wurde, damit sie erkennen konnten, ob sie für eigene Kinder bereit waren. Das ist der genialste Probetest der Welt. Ich habe mir umsonst Sorgen gemacht. Dieses Baby ist so ruhig. Oh, Moment. Es ist nur eine Puppe. Mein Mann hatte sich nicht die Mühe gemacht, nach seinem Baby zu sehen. Also checkte er nicht, dass ich ihm eine Puppe gegeben hatte. In der Zwischenzeit waren das Baby und ich schon weit entfernt von diesem Monster. Er hat sich geirrt. Wir beide können nicht getrennt werden. Mein Ex hatte in einer Sache recht. Seine Kunden waren in der Tat sehr einflussreich.
Deshalb bezahlte der geniale Unternehmer mit seiner Freiheit. Alles, was man braucht, um ein Elternteil zu sein, ist die selbstlose Liebe und Fürsorge fürs eigene Kind.